Yeah, Leute! Es geht weiter hier bei Resident Evil 4 in der Ultimate HD Edition. Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir spielen jetzt Separate Ways. Es ist zwar wesentlich kürzer, leider, als das Hauptspiel. Deswegen werde ich hier so maximal 15 bis 20 Minuten aufnehmen. Ja, hatte ich bei meinem ersten Hauptkanal ebenfalls schon Let's Played. Und ich denke mir dadurch, dass es doch ein paar Parts werden können und Ada ist eine wahnsinnig interessante Person, auch wenn sie Leon zum Schluss wieder mehr oder weniger reingehauen hat, wenn man es so betrachtet, denke ich mir, ja, spielen wir das einfach mal. The only reason I've taken on this mission is to get closer to my own objective. No matter what happens, I can't let anyone figure that out. Of course, hiding in the shadows isn't my style. I'll have to reveal myself to him and offer advice once in a while. So I see you've managed to arrive at the village on time. Yes, but nobody remembered to roll out my red carpet. The villagers there are all being controlled. They automatically attack any intruders. Ring the church bell. That should quiet them down for a while. Sounds like they're good, obedient boys and girls. Unfortunately, time is not a luxury we have. Gather as much information as you can about the parasites and finish off this little tour. Ja, Leute, wir sind jetzt in Kapitel 1, Kirchenglocke läuten. Also war sie quasi diejenige, während wir mit Leon im Dorf alle möglichen, also die Dorfbewohner nach der Reihe besiegt haben oder abgeschossen haben, hat sie quasi die Dorfbewohner abgelenkt, ne? Ja, Auftragsdaten. Und ich bin etwas beeindruckt, dass Ada so richtig akrobatisch talentiert ist. Gut, sie ist auch sehr schlank und gelenkig. Aber was mich etwas stutzig macht, okay, wir dürfen jetzt bei so einem Spiel oder generell bei Videospielen nicht von Logik ausgehen, aber sie hat diesen Typen den Fuß, also das Bein gelegt, wie man so schön sagt, mit dem Seil. Und nur durch diesen heftigen Wumms da, der Bäuerin gegenüber, ist die gleich gestorben. Und wir haben es mit Leon teilweise nicht einmal geschafft mit einem Kopfschuss. Ja, ist etwas unlogisch. Entschuldigung, wenn ich es so sage, aber es ist so. Die Frage ist, was haben wir jetzt alles? Was ist denn das? Ein normales Gewehr und die normale Blacktail, also quasi dieselbe Waffe, die wir mit Leon mal bekommen haben. Ja, ich würde sagen, und wir haben zumindest ein Erste-Hilfe-Spray. Ich frage mich nur, warum wir die überhaupt abknallen müssen, weil... Übrigens hat Ada genauso wie Leon eine gewisse Nahkampfattacke, aber ich kann die nie wirklich erlesen, weil, ja, die ist so kompliziert japanisch geschrieben. Jawohl, den Schädel weg. Und ich glaube, wir können bei Ada, muss ich schon sagen, leider keine Upgrades vornehmen. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, also belehrt mich bitte eines Besseren, wenn ich jetzt Blödsinn rede. Ja. Wie gesagt, ich werde die Parts nicht so lange machen wie bei Leon, weil es wie gesagt nur die Nebenhandlung ist und es wird wesentlich weniger als wie beim Hauptspiel. Jawohl, ein bisschen Pistolenmuni. Wobei, Pistole kann man nicht sagen. Ja, die Blacktail ist ja eine Pistole, aber schon eine etwas stärkere. Jawohl, den Schädel. Ja, das habe ich schon wieder vermisst. So.
Es gibt allerdings auch einige andere, also ich kann euch das eh am Ende von diesem Let's Play dann zeigen. Es gibt ja noch ein paar andere extra Spiele, aber eigentlich hat nur dieses Spiel was mit der Haupthandlung zu tun. Und wie sie schon im Intro sagte, sie muss sich Leon ab und zu mal zeigen, weil, oh, der Kettensägenfreak. Also sie muss sich Leon gegenüber... das bedeutet jetzt aber nicht, wir müssen diese Kettensägenfreak erledigen, oder? Gut, würde mich jetzt echt nicht... Ja, zu meiner Verteidigung... Wow, zu meiner Verteidigung muss ich sagen, es würde mich jetzt echt nicht wundern. Nein, 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 nein! Verpiss dich, du. Ja, sie macht denselben Move wie Forrest Law von Tekken. Falls ihr das kennt. Klar, wer kennt heutzutage nicht mehr Tekken? Und treten! Ja, wir werden mit Ada... Wow, wow, wow. Nein, 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 nein. Gewehr, Gewehr, Gewehr. Ja. Und wir werden wahrscheinlich von dieser Hake jetzt auch gleich getroffen. Nee, ich flüchte ja, wie gesagt. Jawohl. Sie halten bei Ada auch nicht viel mehr aus. Nein. Okay, wofür jetzt der Hinweis war, verstehe ich jetzt nicht ganz, aber... Jawohl, jetzt habe ich beide erwischt, obwohl ich nur den einen angezielt hatte. Unabsichtlich. Jawohl. Ja, sterbt einfach alle miteinander. Und ich weiß nicht, wie schnell die Gegenstände jetzt hier vergehen, aber... Ich schätze mal, dass es genauso langsam ist wie bei Leon. Ja, stirb, bleib gleich liegen, ich schieße dir die Hüfte weg. Jawohl, ob wir hier allerdings kombinieren können? Im Prinzip ist es ja genauso wie das Hauptspiel, nur etwas kürzer oder blöd gesagt deutlich kürzer sogar, wenn man es genau nimmt. So. Und ich glaube halt, dass wir bei ihr nicht die Waffen nachnutzen können. Da bin ich mir jetzt allerdings... Ja, mein Ziel ist heute wieder voll für den Arsch. Nein! Ich höre schon wieder... Oh oh. Oh oh, oh oh, oh oh. Ja, jetzt muss ich mich heilen. Allerdings mache ich das mit dem Erste-Hilfe-Spray. Weil, wie gesagt, die... Oh oh, oh oh, oh oh. Ja, ich höre nämlich... den Kettensägen-Freak. Ich meine, der Kettensägen-Freak ist ja nichts anderes als ein etwas stärkerer Dorfbewohner. Und trotzdem... Und trotzdem kacke ich mich total davor an. Oder ist der mehr oder weniger gerade bei Leon? Ja, ganz ehrlich, ich weiß es gerade nicht. Ja, ich weiß, ich stelle mich hier schon wieder an wie ein Honk. Aber das kann ich jetzt leider nicht ändern. Ja, trete ihn doch! Entschuldige, wenn ich ab und zu ein bisschen lauter werde, aber ich drücke und drücke. Und nein, der Controller sollte keine Verzögerung haben. Jawohl, den Schädel. Cool. Enterhaken. Ja, wir können uns mit dem Enterhaken im Vergleich zu Leon quasi... ja, wir können uns quasi jederzeit überall rauf hechten. Ja, stirb doch. Jawohl, auch den Schädel. Ja, wir müssten das ja, glaube ich, rein theoretisch gar nicht machen. Ich glaube, wir müssten ja nur... Das heißt nur, wir müssten ja nur die Glocke läuten. Und wahrscheinlich müssten wir da rauf, wo uns gerade das Ei angezeigt wurde. Die Frage ist nur, wo genau ist das? Ja, genau da oben. Super. Ja, Ada schwingt sich eh. In Sieg. Ah, wir müssen so. Ah, wir mussten das so lange machen, bis wir diesen. Bis wir diesen Kackschlüssel. Aua, aua, aua. Ja, das war klar. Mhm. Ja, lasst euch jetzt nicht schrecken von diesem. Von diesen Kettensägengeräuschen. Ja! Dann ziel doch richtig. Obwohl ich weiß, dass es meine Schuld ist. Aber ganz ehrlich, ich finde das wahnsinnig interessant gemacht, weil... dass man einfach so einen anderen Weg spielen kann mit Ada. Die Frage ist nur... Achso, das ist eh direkt hier. Genau, dann schauen wir gleich mal da rein. Die Tür lässt sich nicht öffnen, verschlossen. Die Insignie, ja genau. Verwendet.
Oh, wir können doch Sachen kaufen. Cool. Ja, sie hat eigentlich ein ähnliches Messer. Nicht genau... Oh, nein, die Schlange habe ich jetzt übersehen. Arsch. Aber ich will sie trotzdem... Jawohl. Weil es könnte ja sein, dass da ein goldenes Ei... Ja, okay, dann halt nicht. Ja, benutzen wir mal die beiden. Ja, das Kombinieren zahlt sich eh erst aus, wenn wir Ding haben. Wenn wir ein anderes Ei haben. Und ich weiß jetzt nicht, ob wir denselben Spielstand benutzen können, wie bei Leon. Ja, unser Händlerkumpel. Ich frage mich, ob der gestorben ist, als die Dinge explodiert ist. Aber der Könige ist König. Verkaufe mir Schätze und kaufe Waffen. Also tunen können wir bei ihr nix. Schatzkarte für Auftrag 1. Die Karte zeigt, wo sich wertvolle... Nee, brauchen wir nicht. Einen größeren Aktenkoffer. Ja, wir haben sowieso keine Kohle. Jetzt sehe ich's erst. Ja klar, das erste Hilfespray kaufen wir. Immer. Ich hab's euch eh schon gesagt, Leute. Egal, wie ihr da steht, kauft immer... Okay, das goldene Hühnerhaar, glaube ich, ist irgendwas mehrer wert. Keine Ahnung. Aber viel können wir bei ihm jetzt eben nicht machen. Ja, genau. Tritt die Scheiße auf. Okay, das grüne Kraut schaue ich, dass ich mir spare. Genau. Willst du nicht runtergehen? Super. Dann müsste auch der Händler auf uns... What the fuck, Alter? Wo... Ja, ich sammle trotzdem alles ein. Okay, wir bekommen TMP-Money, obwohl wir die Waffe noch gar nicht haben. Ah. Ja, der kann sich nämlich selber entflammen. Das haben wir damals eh auch gesehen. Oder zumindest flüchtig gesehen. Ja, genau. Einfach mal den Schädel wegpusten. Ja, wir hätten auch... Also es gibt ja auch Let's Player. Also nicht alle, die... Nicht alle sind so wie ich, die sich die Red 9 kaufen. Grüner Edelstein, super. Es gibt ja auch Let's Player, die spielen wirklich mit der Blacktail. Die Blacktail, wenn sie voll aufgemotzt ist, kann auch sehr heftig und effektiv sein. Nur hat die Red 9 halt einen wirklich harten Durchschlag, wie wir schon bei Leon herausfinden durften. Wow, wow, wow. Ja, das meinte ich. Wenn ihr sie im richtigen Moment einfach mal abschießt, dann... Ja, wenn ihr sie auf gut Deutsch gesagt im richtigen Moment... Ja. Ah, da... Wow, wow, wow. Die waren alle hinter mir? Alter Schwede. Ja, ich weiß, dass ich von dieser Entfernung aus, blöd gesagt, eigentlich nichts ausrichten kann. Ja, komm schon, stirb doch einfach, du Freak. Jawohl, alle drei getreten. Das ist immer geil, Leute. Auch wenn es nur bei dem einen zum Gnadenschuss führt. Super. Ah, der lebt noch. Jetzt auch nicht mehr. Super. So, ihr werdet allerdings feststellen, ohne dass ich jetzt spoilern will, man bekommt trotzdem bei Ada etwas weniger, glaube ich. So. Vielleicht schaffen wir sogar den ersten Auftrag gleich im ersten Part. Das wäre jetzt geil, ja. Genau daneben getroffen, du Bäuerin, du. Und treten. Ja, jetzt momentan können wir es uns noch erlauben, mit der Pistole zu hantieren. Irgendwann später wird es dann eher mit dem Messer passieren. Ja, genau, da müsste irgendwas drinnen sein. Ja, Munition brauchen wir jetzt zwar nicht so dringend, aber... Ja, einen geschenkten Gaul, ne? Na. Noch was? Ja, das habe ich nämlich im Hauptspiel auch des Öfteren übersehen, dass man hier ja verschiedene Nester herunterballern kann. Aber gut. Kann man nichts machen, ne? Jawohl, noch getroffen... Ja, das mit den Raben tut mir jedes Mal leid. Also mit den Krähen, besser gesagt. Ja, das tut mir wirklich leid, weil ich kein Tier... Weil ich normalerweise niemand bin, der gerne Tiere irgendwie, sagen wir mal, schändet oder sowas. Aber hier geht es um die Kohle, meine lieben Freunde. Deswegen habe ich hier wortwörtlich gesehen keine andere Wahl. Und wie ihr schon seht, ja, wir sind eigentlich schon wieder kurz vor der Kirche. Aua! Okay, ja, ich gehe wieder zurück. Ja. Ja, das war klar, dass er mich trifft. Ja, ich weiß, ich spiele gerade wieder wie ein Anfänger, ist mir aber gerade egal. Ja, genau, mit dem können wir jetzt aufheilen. Stirb doch.
Und falls jetzt jemand fragt, ist dieses Gewehr stärker als die anderen? Nein, im Gegenteil. Die einzige Waffe, die hier, glaube ich, gleich ist, ist eben die Blacktail, so gesehen. Ja, die stehen ja... Alter Schwede, echt jetzt? Ja, genau, dem einen die Hüfte weggeballert, dem anderen... Ja, in Resident Evil 2 sah das noch viel epischer aus. Da krochen die auf einmal nur noch mit dem Oberkörper herum. Handgranate, geil. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass wir hier eine Handgranate bekommen können. Ja, okay. Der ist mir jetzt gerade egal. Ja, genau. Irgendwas mit Senjutsu. Keine Ahnung, wie das genau heißen soll. Ich freue mich übrigens schon sehr aufs Remake. Das habe ich, glaube ich, eh schon mal angemerkt. Jetzt haben wir, glaube ich, von diesen Schlüsselschätzen her zwei Stück. Die können wir, glaube ich, mit der Krone oder sowas verbinden, oder? Zumindest war das im Hauptspiel so. Ich glaube, dass es die Krone war. Aber hier laden wir mal nach. Super. Also ich glaube zumindest, dass das Gewehr, das Ada jetzt hat, nicht so einen Schaden macht wie die normale von Leon. Aber ich kann mich jetzt auch irren. So. Ah, ein gelbes Kraut. Ja, damit warte ich auch noch ein bisschen, dass ich das kombiniere, weil das rote Kraut wäre mir jetzt ehrlich gesagt wichtiger. Ich weiß ja nicht einmal, wenn ich ehrlich bin, ich weiß nicht einmal, ob sich bei ihr überhaupt eine Energieerhöhung überhaupt auszahlt, weil, ja, ich will nicht so viel spoilern, deswegen halte ich jetzt lieber die Klappe. So, jetzt, achso, wir können da gar nicht rüber. So, dann werden wir jetzt noch zur Kirche latschen. Ja, weil das sind nämlich auch noch... Ach, sogar zwei von diesen Bonkers. Was genau ist ein Bonker, werden sich jetzt viele fragen. Ein Bonkers ist wortwörtlich gesehen ein Loser. Und... Ja, treten. Ich finde das bei ihr so geil. Ich meine, bei Leon ist das schon... Aua! Ja, sag mal... Spinnen die? Jawohl, nochmal... Und warum die immer unendlich Klingen haben, also unendlich Äxte, ist zwar etwas unlogisch, aber es ist ein Spiel. Da braucht man nicht an Logik denken, ne? Das ist immer der Punkt. Und ich frage mich gerade, ob wir bei Ada überhaupt, ist hier auch noch was? Nee, leider nicht. Die Frage ist nur, kommen wir jetzt mit Ada, da rein oder nicht? Die Tür lässt sich nicht öffnen. Ja, die Kerbe, das haben wir ja... Ja, aber wie hat sie das dann gemacht? Hat sie sich... Weil das hat ja im Endeffekt Leon gelöst. Ja, das weiß ich ehrlich gesagt selber nicht so genau. Da komme ich auch nicht rein. Und das Rätsel hier. Oh, ja, ja, ja. Drei Familieninsignien der toten Zwillinge. Die Zahlen... Oh, genau diese Kombination habe ich damals, glaube ich, nicht so gut drauf gehabt. Ich glaube nämlich, dass das unten links gar nicht dazugehört. Doch. Shit. Ja, wir müssen hier nochmal diesen Sprung schaffen. Dann 3... Das gehört zwar nicht offiziell dazu, aber... Ja, ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Jetzt nochmal 3. Nochmal 3. Ja, weil das gehört definitiv dazu. Nochmal 3. Jetzt 4. Nein, alle... Nein, nein, nein. Hoppala, das wollte ich jetzt nicht. Deswegen nochmal 4. Jetzt nochmal 3. Dann nochmal 4. Jetzt auch nochmal 4, weil das sollte nicht leuchten. 3... Shit, ich glaube, ich habe das falsch. Ja, das kann schon ganz schön schwer sein, wenn man es nicht weiß. Mhm. Nein! Obwohl, das könnte sogar stimmen. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht genau. Jetzt nochmal 3. Ja, Leute, ich würde sagen, weil wir eh schon wieder fast 20 Minuten haben, ich mache das mal eben offscreen, weil das haben wir eben im Hauptspiel schon gehabt. Ja, ich schäme mich gerade etwas dafür, dass ich das jetzt gerade nicht auswendig weiß, ist aber nicht so schlimm.
Ja, ich hoffe, es gefällt euch. Hinterlasst eventuell ein Like und einen Daumen hoch oder einen Kommentar. Oder zumindest eines der beiden. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder zu Separate Ways. Bis dahin, macht's gut, Leute.